Hongkong wurde vor genau 20 Jahren an Festland China übergeben und wird seitdem verwaltet nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme. Das bedeutet, Hongkong gehört völkerrechtlich zu China, hat aber sehr viel Autonomie vom Festland und genießt eben sehr viele Freiheiten. Oder die Bürgerinnen und Bürger genießen sehr viele Freiheiten, von denen die Bürger in Festland China im Prinzip nur träumen können. Also Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit. Ich war unter anderem im Jahr 2014 in Hongkong während der Regenschirmproteste im Herbst 2014. Dort hat man ganz gut erkannt, was die Befürchtungen der Hongkonger sind. Sie fordern zum Beispiel allgemeine Wahlen. Dafür haben sie protestiert, dafür sind sie über 2 Monate auf die Straße gegangen. Und diese allgemeinen Wahlen wurden ihnen auch eigentlich zugesagt für ab dem Jahr 2017. Und jetzt sagt die Regierung in Peking eben, okay, allgemeine Wahlen, aber die Kandidaten werden von uns vorher ausgesucht, die zur Wahl stehen. Und die Hongkonger haben eben die Befürchtung, dass dieses Prinzip ein Land, zwei Systeme immer mehr unterwandert wird. Wenn wir uns die Rangliste der Pressefreiheit anschauen, die Reporter ohne Grenzen ja jedes Jahr veröffentlicht, dann erkennen wir eine deutliche Verschlechterung der Situation für Journalisten und Journalistinnen in Hongkong. Im Jahr 2002, als wir die Rangliste zum ersten Mal veröffentlicht haben, stand Hongkong noch auf Rang 18 von insgesamt 139 Staaten und Territorien. Heute im Jahr 2017 steht Hongkong auf Rang 73 von 180 Staaten. Da ist also eine deutliche Verschlechterung erkennbar. Ein aktuelles Beispiel wäre, dass eben für die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Übergabe an China Online-Medien keine Akkreditierung erhalten haben. Das heißt, Reporter, die für Online-Medien arbeiten, die keine Printausgabe haben, ja, werden von den offiziellen Veranstaltungen ausgeschlossen und können dementsprechend auch keine Fragen stellen. In den vergangenen Jahren sind aber zahlreiche neue Online-Medien in Hongkong entstanden. Mit Blick auf die Situation in Festlandchina, wo derzeit über 100 Medienschaffende im Gefängnis sitzen aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit, befürchten die Journalistinnen und Journalisten in Hongkong, dass sich die Situation weiter verschlimmern wird. Und gerade angesichts dieses historischen Datums am Samstag, 20 Jahre nach der Übergabe an Festlandchina, fordern wir, dass die Medien in der Sonderverwaltungszone frei und unabhängig von Zensur, unabhängig von Behördendruck, unabhängig von politischer Einmischung berichten können, um eben auch eine Debatte zu ermöglichen über die politische Zukunft Hongkongs.